Na, das, das. Haben wir genug da? Ach so, die bauen aufeinander auf, okay. Dann fangen wir erst einmal dem hier an. Was ist das hier? Basalt? Basalt? Wo kriegen wir ein Basalt her? Harden Stone? Ah, warte mal. Hä, warte denn jetzt? Basalt oder Harden Stone? Ach so. Das ist egal, welche wir nehmen. Okay, jetzt verstehe ich das, weil Harden Stone ist, glaube ich, leichter. Dann machen wir das nämlich so. Haben wir schon mal einen Stack davon. Oh Gott. Und tschüss, Diamanten. Haben wir da 44. Da brauchen wir noch ein paar mehr. Hier Enderperlen, kein Problem. Zack. 44. Und hier brauchen wir was? Netherstars, kein Problem. Da haben wir. Gut, es mangelt wieder an den Diamanten. Halb so wild. Hier Basalt brauchen wir ja nicht anscheinend. Oder ob wir das jetzt mit den harten Stone Structure Blocks machen oder mit dem Basalt, scheint hier an sich total egal zu sein. Daher passt das schon. Ja, ist blöd, aber dann müssen wir nochmal rüber. Und wir machen jetzt erstmal Folgendes. Die braucht er eh nicht mehr. Wir werden jetzt hier am Importer mal eben die Acceleration Cards reinhauen. Dann reparieren wir den Hammer. Am besten mit Aldite wieder, wie gehabt. Genau. Und dann gehen wir nochmal rüber. Und dann brauchen wir echt noch ein paar Dias. Also da müssen wir echt nochmal ordentlich ranklotzen. Aber wir sollten jetzt auch keine Probleme mehr damit haben, dass unser Inventar einfach voll läuft. Dementsprechend gehen wir auf Dia-Tour. Hallo. Naja, von mir aus. Das Loch war hier. Exakt. So. Dann können wir ja mal wieder frisch ans Werk gehen. Ich glaube, hier hatten wir angefangen, ne? Ja. Dann werden wir auch hier weitermachen. In der Hoffnung, dass wir noch den einen oder anderen Diamanten finden. Ich meine, so ein Stack an Dias wäre auf jeden Fall cool. Weil dann würden wir auf jeden Fall die Structure Blöcke voll bekommen. Und das wäre schon richtig nice eigentlich. Jetzt haben wir 13. Und da haben wir Lava. Und wen haben wir hier? Niemanden. Okay. Ich mach trotzdem mal hier weiter. Oh. Ja, nice. Hätte ich mich auch beinahe verarschen lassen, weil ich war eigentlich kurz davor umzudrehen. Aber gut. Haben wir erwischt. Läuft. Da war eben der Nachbargang zu sehen. Hä? Oh, Monster Eggs, oh Gott, nee. Bloß nicht. Da sind nochmal Diamanten, perfekt. Hier war gerade wieder ein ganz guter Lauf. Und Yellowrite und Uran, nice. Vielleicht kriegen wir unseren Reaktor doch nochmal voll demnächst. So, aber wir sollten nochmal eben aussortieren. Na guck mal, das geht jetzt momentan ganz gut voran hier. Jo. Ach stimmt, und ich wollte das System von Erzen befreien. Weil die müssen wir dann noch verarbeiten. Aber das eilt nicht. Halb so wild. Wir haben jetzt ja momentan wieder genügend Platz drin. So, hier haben wir nochmal Emeralds. Aber keine Dias. Man kann ja mal gucken. Oh, Fackeln. Warte, ich habe die Fackeln ins System geschmissen, ne? Ich honk. Dann nehmen wir die so lange mit. Weil ich glaube, also hier unten hatte ich noch keine Probleme mit irgendwelchem Schadensgedöns. Mal gucken, ob uns das hier noch ereilen wird oder ob das nur oben an der Oberfläche so ist. Ach, ich wollte die nicht platzieren. Hä? Ach so, weil sie hier irgendwo rumliegt. Oh Gott. Ich wollte eigentlich nur Dinge tun. Bisher scheint nichts zu passieren. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Noch mehr Lava. Aber auch alles frei von Dias so an sich, ne? Nee, doch nicht.
Genau, dann gehen wir wieder auf Höhe 11 weiter, wie gehabt. Aber man scheint hier unten unter der Erde anscheinend wirklich keinen Schaden zu bekommen. Das ist cool. Aber dann sparen wir uns die Fackeln. Was haben wir jetzt? 44, okay. Oh, das gibt ordentlich Rohstoffe. Ich meine, wir könnten, klar, diesen ganzen Gang hier noch rausnehmen. Aber hey. Wir brauchen halt echt nur die Diamanten momentan. Und was haben wir hier noch? Eisen. Und eigentlich nichts. Ja, okay. Dann buddeln wir unten. Jetzt kriegen wir Schaden. Okay. Hä? Das verstehe ich nicht. Warum kriege ich denn jetzt hier Schaden und hier nicht? Weil hier ist es doch genauso... Ja gut, die Lava, warte mal. Ich gehe nochmal zurück. Aber hier kriege ich ja auch keinen Schaden. Doch, jetzt. Hä? Das ist ja interessant. Naja, egal. Wir machen mal weiter. Das scheint nur zu passieren, wenn wir uns nicht bewegen. Dementsprechend buddel ich einfach weiter. Total merkwürdig. Oh, Mist. Hm. Naja, gut. Ich mache mal den nächsten Gang. Hallo Creeper. Ja genau, wir könnten eigentlich auch mal die andere Seite hier nochmal nehmen. Fangen wir gleich hier an. Ja. Ich meine, so viel fehlt da nicht mehr, ne? Wir haben jetzt 44. Das sollte gehen. Wenn da denn nicht immer so viel Gravel wäre. Ja, wir sind schon wieder voll. Machen wir gleich. Ich will mal wieder so eine gravelfreie Zone hier einfach haben. Das ist ja schlimm. So. Nehmen wir halt doch ein bisschen Basalt mit. Halb so wild. Nach welchem Kriterium kriegt man denn hier Schaden? Kann man das... Das ist total merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass dieses Schadensbekommen-Kriterium total random ist. Jetzt fängt es wieder an. Immer weiter, ist egal. Der Sound ist zwar ultra nervig, aber jetzt ist es wieder weg. Ach so. Das ist ja interessant. So, weiter geht's. Da haben wir Wasser, keine Lust drauf. Naja. Achso, hier sind wir schon. Ja, deswegen habe ich gerade gestaunt, Lucky. Mit dem Redstone halt. Aber das war halt in dem Eingang eben, war das nicht so. Da lag ein ganzes Stück weit kein Redstone. Wir haben trotzdem keinen Schaden bekommen. Guck mal, jetzt ist hier Redstone. Ach so, wir müssen das sogar triggern. Interessant. Total bekloppt, ehrlich gesagt. Also entweder kriege ich Schaden, wenn es dunkel ist oder nicht. Also beim besten Willen. Lol. Dumm, die dumm, die dumm. Momentan haben wir wieder so eine kleine Diamantenflaute. Naja, immerhin noch mal ein bisschen Gold, aber das bringt mir nicht viel, weil Gold haben wir eigentlich genug. Zumindest vorerst. Ich mach mal hier weiter einfach. Mal gucken. Das sieht immer so aus. Aha, jawohl. Aber dann machen wir vorher noch mal eben kurz ein bisschen Platz.
Genau. So. Was habt ihr dabei? 54, wunderbar. Dann fehlen noch, ja, ich sag mal circa 10. Dann sollten wir, was den ersten Resource Miner angeht, auf jeden Fall erstmal safe sein. Wobei, von den Resource Minern wollte ich sowieso nur einen bauen. Bei den Ore Minern, ja, machen wir vielleicht mehr, mal gucken. Weil ich möchte halt die Dinger mit verschiedenen Linsen ausstatten, sodass wir, ja, was die Rohstoffgewinnung ein bisschen flexibel sind. Gerade in Bezug auf Yellowride, weil da werden wir nachher eine ganze Menge von brauchen, um den Reaktor am Leben zu halten. Sagen wir das mal so. Ja, ich weiß, war ein Skelett. Aber das stört mich ehrlich gesagt nicht so. Na komm. Hier sind doch wohl irgendwo noch Diamanten. Ich sollte... Ja, das habe ich befürchtet. Oh, Fackel. Jo, schnell wieder da reintun. Genau, dann machen wir weiter. Hammer ist gleich schon wieder kaputt, aber das macht nichts. Aber ich möchte gerne noch den... kein Bock mehr. Den Diamanten-Stack voll bekommen eigentlich. Immer diese Fake-Erze. So, nächste Reihe. Da können wir... Ja, genau. Dann machen wir gleich hier weiter. Huh, danke, Server. Ich meine, ich glaube, wir würden auch bei den 54 hinkommen für den Miner. Aber so ein kleiner Puffer wäre schon ganz cool an sich. Ja. Ja, ich habe jetzt nicht geguckt, ob wir für die anderen Ressourcen noch ein paar Sachen brauchen. Aber das werden wir gleich feststellen. Ich baue jetzt erstmal die komischen Casings fertig und dann passt das. Wenn es dann an irgendwas... Ich habe hier falsch gebaut. Egal. Wenn es dann an irgendwas scheitert, dann bauen wir halt eine Stufe tiefer oder so. So. Wir haben unseren Stack anscheinend voll. Sehr gut. Das heißt, wir gehen gleich wieder rüber und craften den Rest zusammen. Da sogar noch mehr. Erstmal mit reintun hier. Ja, ist ja gut. Gehen wir hier längs, hier ist heller. Oh, ein Enderman. Aber ist mir egal, wir haben genügend Enderperlen. Achso, ja gut, dann bauen wir halt erst den Tier 1, ist ja egal. So. Ist auch mal so eine weite Strecke hier. So. Wenn wir was gucken. Tier 4. Achso. Na, gucken wir gleich nochmal. Wir brauchen dafür anscheinend sowieso die anderen Controller, sehe ich gerade, oder? Oh, meine? Resource Miner. Ach, das Zeug meinte. Ah, okay. Okay, haben wir so eine kleine Chance. Ja, gut. Tier 3 baut das auch schon. Tier 2 nicht. Anscheinend. Brauchen wir denn... Okay, interessant. Naja, wir halten uns mal an das, was in diesem Guide steht. Weil das scheint recht plausibel zu sein. Das heißt, unser erstes Ziel ist der Tier 2.
Void Resource Miner, zack. Da brauchen wir auch nur den Structure Block Tier 2. Ah, warte mal. Na, wir haben nämlich schon Tier 4, den werden wir nicht verbauen. Und der Tier 2 war ja die Dia-Geschichte, ne? Ja. Dann machen wir jetzt, wir brauchen jetzt sowieso noch einen Schwung davon. Dementsprechend machen wir das jetzt auch nochmal eben. Aber nicht alles. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele wir brauchen. Warte mal. Resource Miner. 32, genau. Habe ich irgendwie noch halb im Kopf gehabt, richtig. Dann machen wir 32 Structure Blocks. Okay. Ach so, wir haben auch keinen harten Stone mehr. Moment. So. Ich mache nochmal einen Stack davon. Wir brauchen eh noch mehr. Das können wir auch komplett durchheizen. Jetzt haben wir 20, das heißt, wir brauchen noch 12. Also da sind die Diamanten wieder weg. Naja, fast. Okay, dann haben wir das Ding. Und was sagt denn der Guide noch so? Achso, was sagt eigentlich der Kollege hier? Nee, der hier? 108.000. Naja, ist halt nicht viel. Gucken wir nachher nochmal. So, Resource Miner. Wir brauchen auch noch 16 Machine Base, okay. Da haben wir das gute Stück. Und auch das können wir anscheinend hier aus Harden Stone herstellen, okay. Dann machen wir da nochmal einen Stack. 16 hat er gesagt, ne? Oder? Genau, 16. Dann brauchen wir 4x Modifier Core. Okay, was hat er denn? So. Aha. Clear Glass. Ist es unbedingt so wichtig? Anscheinend schon. Aber das kann man doch wieder schisseln, oder? Warte mal. Wäre witzig. Nee, das leider nicht. Das heißt, wir müssten irgendwie noch dieses Glas herstellen, ne? Hä? Was? Nee, eben nicht. Hä? Soll ich jetzt einfach so einen Steinofen da hinstellen, oder was? Strange. Ach so, das ist Enriched Sand. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Naja, gut, dann machen wir das halt so. Aha. So, und das schmeißen wir dann mal eben hier rein. Ach so. Ist der nicht mal fertig geworden hier? Ja, ist er. Also Silizium haben wir erstmal ohne Ende. Ansonsten können wir mal schnell hier nach Ore suchen und ein paar Sachen durcharbeiten, würde ich mal vorschlagen. Oh, Eisen haben wir ordentlich was bekommen. Das auch nochmal. Und dann haben wir erstmal alles. Jo. Ach ja, Solarium hatten wir auch noch dabei. Sehr schön. Achso, das Glas kommt wieder rein. Jetzt habe ich vergessen, wie viele. 4 waren das, ne, oder? Ja genau, 4. Und diesen komischen Werkzeughammer müssen wir uns auch noch bauen gleich. Achso, Eisenblöcke. 4 Stück, genau. Jetzt fehlt das eine Glas, war mir klar. Hä? Achso. So, dann hätten wir die 4. Als nächstes bräuchten wir dann 3x Laser Core. Okay. Ach so. Das ist eigentlich ganz easy. So, was brauchen wir noch? Clear Laser Lens. Oder halt irgendeine farbliche Variante. Aber das machen wir erstmal standardmäßig. Laser. Da haben wir es. Nee. Laser Core. Hä? Warte mal.
Nee, Laser Lens. Hä? Okay. Wo krieg ich die her? Ah, nee, das ist Botania. Ach, hier. Clear Lens, genau, die nehmen wir dann. Aha. Okay. Nö, fehlt wieder Glas, war klar.